Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die auf Irre oder auf Insane oder auf Krank oder wie man es auch gerne nennen möchte. Wir sind im Crackerbook, gerade unterwegs, das haben wir letztes Mal schon ein bisschen geklärt. Wir haben hier richtig ein bisschen Rambozambo machen müssen. Ich war ein bisschen sauer, dass man es nachts nicht so gut geklärt kriegt. Falls ihr euch wundert, versuche ich gerade ein kleines bisschen leiser zu reden, weil es gerade ein bisschen Late Night ist und ich hatte halt einfach nochmal richtig Bock, nochmal eine Runde hier aufzunehmen. Aber ich werde jetzt hier auch nicht flüstern oder so, aber jetzt hier versuchen, auch mal ein bisschen weniger so diese Rumschrei-Ästhetik vielleicht ein bisschen abzustellen. Ich glaube, das werde ich vielleicht sogar im Laufe der Aufnahme auch einfach vergessen. Ich habe keine Ahnung, ich kann dafür nichts garantieren. Aber falls ihr euch wundert, falls ich manchmal so ein bisschen flüstere, liegt es daran, dass ich mich gerade ein bisschen bemühen möchte und auch ein bisschen bemühen muss, ein kleines bisschen leiser zu sein. Aber ich hatte einfach so Bock. Ich hatte so Bock einfach gerade. Deswegen, ich weiß nicht, bei Crackerbooks, da juckt es mich einfach, die zu machen. Keine Ahnung. Ich liebe Crackerbooks. Weil man da einfach so viel geilen Scheiß kriegt. Hallo? Ah! Guten Tag. Möchten Sie kaufen? Wieso braucht ihr denn in der Ausleihe einen Soldaten? Kannst du mir das mal sagen? In welcher Welt braucht man denn einen Soldaten hinterm Ausleihtresen? Ganz komische Stadt. Ganz komische Stadt hier. So. Haben wir nur eine Crate, ne? Ja. Die aber auch schon mal aus Versehen einen zerhauen. Das passiert manchmal auch. Oh, so viele geile Bücher, Leute. Guckt euch das an. So viele geile Bücher. Nochmal zurück zum Truck. Ich spare die mir, wie gesagt, alle auf, weil ich möchte die dann lesen, sobald es sich auch lohnt, die zu lesen. Und ich bin jetzt auch sehr darauf spezialisiert, wirklich Zeug zu verkaufen, was ich nicht brauche. Deswegen haben wir hier jetzt gerade eigentlich mal eine geile Ordnung am Laufen. Und die hier, die gönnen wir uns bald alle auch. Da warte ich nur, bis ich dann die Nerd-Rüstung anziehe. Wir haben echt viele Big Hitters, ne? Auch krass. Weil wir halt zwei Punkte da drin haben. Deswegen kriegen wir die so vermehrt. Also extrem vermehrt. So. Die Electrical Traps, die sind echt gut. Das hier können wir so schon mal lesen. Weil wir da nämlich die Schrotflinten und die Geschütztürme noch freischalten können. Die brauchen wir nämlich jetzt bald auch mal für die Horde-Nächte noch. Die sind sehr praktisch. Die können im Grunde einfach Munition mal mitschießen, die wir jetzt selber nicht mitschießen können zum Beispiel. Das ist einfach schon eine Hilfe, besonders halt auf Irre ist es eine Hilfe. Dass wir einfach ein bisschen globalen, größeren Schaden verursachen können. Ne? So. Und da hinten sehe ich doch schon wieder einen Bauarbeiter lurken. Lurki, Lurki, Mr. Lurki. Und schwuppala. Der ging vorbei. Warum? Warum ging denn der vorbei? Das verstehe ich nicht. Der war eigentlich fast genau drauf. Interessante Entscheidung vom Spiel. So. Eine sehr interessante Entscheidung vom Spiel. Mhm. So. Hier dürften irgendwo wieder Geier sein, ne? Da sehe ich den doch schon. So, dich lasse ich tatsächlich erstmal Geier sein. War hier nicht schon Hauptblut? Da vorne war doch das kleine Häuschen mit dem Hauptblut, ne? Genau.
Jawohl. Ja, nicht wach. Auch nicht wach. Hey! Wo ist denn her? Der hat sich aber richtig schön sanft angeschlichen, ne? Halleluja. Das wird bestimmt auch irgendwann mal so ein Höllenhund sein. Kann ich mir vorstellen. Maschinengunner. Mit vollautomatischen Feuermodus hast du mit jedem Treffer eine höhere Chance, deinen Gegner niederzustrecken. War auch noch nicht das letzte der Reihe. Katzenfutter. Nimm mit. So. Das können wir verkaufen. Mitnehmen. Mitnehmen. Scheiß auf den Nadel. Die Rifle-Bücher, die schmecken gerade sehr gut. Muss ich zugeben. Die schmecken mir gerade sehr gut. Na, scheiß drauf. Wir müssen jetzt auch nicht immer so pingelig sein. Okay, wir gehen kurz mal zum Truck. Wo ist der Truck? Trucky, Truck, Truck. Da oben. Da unten meine ich, nicht da oben. Komme ich noch da oben. Ich müsste allerdings mal gerade hier einen kleinen Weg lang bauen. So, damit wir gleich nochmal da hochlaufen können. So. Ich bin mal echt gespannt, wie wir das hinkriegen. Wir müssen wahrscheinlich eben zweimal oder so fahren. Wir können ja auch zweimal fahren, das ist gar kein Problem. Geht sogar schnell. Mit dem... mit der wunderschönen Riesenkarre geht das schnell. Zweimal hin und zurückfahren. So. Auf die vier Stoff kommt es jetzt auch nicht an, ne? Denke ich jetzt einfach mal. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Jetzt tun wir mal Folgendes. Jetzt fahren wir erstmal zum Händler. Oh, die Big Hitters, die haben sich übersteckt schon. Alles klar. So, jetzt fahren wir zum Händler. Der hat nämlich noch... Haben wir bei dem nicht eigentlich noch eine... Wir hatten bei dem eigentlich auch noch eine Quest abgeschlossen. Deswegen, das wundert mich gerade ein bisschen, dass das nicht angezeigt wird. So. Ich dachte gerade kurz, das wäre ein... Alter, ernsthaft? Gott verdamm ich. Loopback? Loopback. Loopback. Oh. Okay. Hatten wir noch nicht? Warum nicht? Können wir mitnehmen. So. Ich muss mal gucken, ob wir... wir können bestimmt mit dem Zeug, was wir da drüben haben. Bei den Händlerkisten. Da kriegen wir doch bestimmt hin. Einmal noch ein paar Reparatursets zu machen. Bevor uns das Ding hier noch komplett vor die Hunde geht. Ich glaube, ich hab nicht nur noch den einen einzigen da. Wir müssen ja auch nur nach Hause kommen, heile. Zweimal. Wir müssen ja zweimal fahren. Wir müssen definitiv, sagte er, zweimal fahren. So, aber ich glaube, wir nehmen diesmal auch erstmal keine Quest nochmal an. Weil wir sind auch so überladen mit Scheiß, das ist irre. Da war es schon wieder das Wortspiel, tut mir leid. So, einen davon haben wir schon zu Hause. Das kann weg, das kann weg, das kann weg und das kann auch weg. Noch was? Noch was, noch was, noch was, noch was, noch was? Erstmal nicht. Erstmal soweit nicht. Alles andere brauchen wir erstmal. So, dann zieh das Ding mal an. Und dann wird getradet.
Getradet. It's a very wise decision to invest in armor. Congratulations! I'll break out the Grandpa's Moonshine so I can celebrate. Ich habe nicht genug Platz. Moment. Here's your pay. Gib mir bitte erstmal dein Inventar. So. Kein Interesse an dem Gegenstand. Okay, dann kriegt das jemand anders. So, Alter, wie viel Geld wir einfach haben. Geil. So, jetzt... Schnapp dir das und schnapp dir Zement oder Schamsuppe? Schauen wir uns das Zement. So. Erstmal keine Aufgaben mehr, weil wir müssen jetzt erstmal den ganzen Loot abladen hier. Das ist so viel Loot, das ist einfach zu viel mittlerweile. Das ist viel zu viel einfach. Das ist so crazy. So. Genau, die Axt können wir nicht verkaufen, dann... Machen wir jetzt erstmal Folgendes. Jetzt müssen die ganzen Zeitschriften da erstmal raus. So. Dazu ziehen wir die Nerdrüstung an. Und jetzt lesen wir alles weg. Alles, was wir hier weglesen können. Schrotflinten, Wiring, Reparatur oder Zerlege, Electrical Traps kriegen wir jetzt sogar voll. Können die nämlich auch verkauft werden. Das. Bogenzeug. Big Hitters. Big Hitters maxen wir wahrscheinlich auch, ne? Big Hitters ist gemaxt. So. Zwei davon. Drei davon. Ein bisschen Home Cooking. Handyland von Reparaturwerkzeugen. Ah. Da können wir jetzt die maximale Anzahl davon machen. Und Pistolen. So. Und dann den wieder anziehen. Genau, und das restliche Zeug, das verkaufen wir dann drüben. Hier machen wir jetzt erstmal wieder Folgendes. Pass auf, bring mal den Truck nochmal ein bisschen zurück, bitte. Und da kommt jetzt eine Wanderhorde. Oh nein, nicht zu uns, bitte. Genau, lauf mal vorbei. Dankeschön. So, Stapelschießpulver freigeschaltet. Sprengstoffe, Stapelschießpulver bauen wahrscheinlich. Eiserne Armbrust. Macht das voll. Macht das voll. Macht das voll. So. Das nochmal alles hinnehmen. Den Messbecher, den lassen wir da oben mit der Magnum. Das brauchen wir alles definitiv. Stacken, stacken, stacken. Stacken, stacken, stacken. Stacken, stacken, stacken. Und stacken, 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 stacken. So, und dann suchen wir uns jetzt gleich mal genau aus, was wir mitnehmen können. Was wir erstmal mitnehmen wollen. Für die erste Runde. So. Okay. Für die erste Runde mitkommen tut auf jeden Fall schon mal, also ganz wichtig, tatsächlich auch Gammelfleisch. Ich sortiere das ja erstmal so ein bisschen mild. Gammelfleisch. Und hier haben wir noch mehr Gammelfleisch. Das darf alles mal mit. Erstmal so. Das Gammelfleisch mitnehmen. Die Teile mitnehmen. Das dürfen wir alles mitnehmen. So. Ebenfalls wichtig, die ganze Munition ist wichtig. In allen Crates. Jegliche Art von Muni, alles mögliche, was Munition ist, mitnehmen. Na, rein mit dem ganzen Scheiß. Alles rein da. Trau dich, auch die Magnum-Muni, genau. So. Das dann auch mit.
Schrotflintenmuni mit. Die, ja, die kann erstmal so mit. Dann rein damit. Wir müssen die Munitionscrate auch upgraden, ne? So, das natürlich ist wichtig. Die Granaten sind wichtig. Die Farben sind potenziell wichtig. Sämtliche Bauteile wären auch ganz schick. Das Bärentestosteron nehme ich definitiv mit. Die 10 Wasser können mit. Eisen, das. Die Stahl kommen natürlich mit. Nochmal das. Alle möglichen Teile mit. So. Pack rein da. Ja, das ist okay, das kann alles mit. So, da ist der Truck dann voll mit wichtigen Sachen. Das mit. Das mit. Eigentlich könnte ich die Saaten auch mal gerne mitnehmen. Das kannst du mal essen. Die Säure kann mit. Die können mit. Die können mit. Die können mit. Das kann mit. Der Sprengsatz kann mit. Die können mit. Die Rüstungsteile kommen mit. Den Schrott würde ich gerne mitnehmen. Zement, Sand und Gunpowder nehme ich mit. Die nehme ich mit. Das passt soweit. Das ist soweit in Ordnung. Sehr schön. Dann kommt das jetzt erstmal so mit. Gucken wir mal, ob hier irgendwas gesteckt werden kann. Das soweit dann auch. Das kann dahin. Jo, den Kaffee kannst du noch trinken, dann kann der Gunpowder noch da rein. Und dann können wir erstmal los. Dann, sollen wir jetzt schon den Trailer abfahren? Ich glaube ja, ne? Lass uns schon mal die Trailer abfahren. Dazu machen wir jetzt einmal. Ich glaube, ich mache mal eine kleine Runde. Wir lassen Bob mal aus, oder? Hack, Trailer Bob da oben. Ich glaube, die lassen wir erstmal aus, oder? Wir machen eine kleine Runde. Wir fahren jetzt noch zu dem da runter. Dann zu Jen. Dann zu den beiden Wrecks. Und das war's dann, glaube ich, auch erstmal mit der Händlertour. Wir machen dann nach der nächsten Horde noch eine größere. Nochmal. Womöglich. Schauen wir mal. So. Da wären wir. Ich würde ganz gerne, während wir hier gerade eh sind, schon mal was tun. Denn wir haben hier nämlich tatsächlich für Reparaturkits die Materialien da. Und da mache ich jetzt nämlich mal 19, damit wir insgesamt 20 Stück zur Verfügung haben. Dann mache ich jetzt mal kurz ein bisschen zweiter. Wobei, wir können schon mal zum Händler reingehen. Wir haben auch den Händlerhut schon auf. Ich überlege halt gerade sonst. Passt eigentlich, ne? Passt soweit. Gut. Dann auf geht's. Ach, noch eine Sache. Einen Moment mal. Wir haben noch die Magnum. Wieso nutzen wir die nicht auch? Steht da. Weil ich glaube, dass wir dieses Perk haben, ne? Für die Magnum. Ich guck grad mal. So, dann 1350. If you buy now, I'll even give you a special discount on your next purchase. Mit der Magnum haben wir es sogar noch billiger. Mit der Magnum haben wir es ja richtig billig hier. Guckt euch das mal an. So.
Rifle World. Home Cooking. Da wäre das dann auch schon weg. Und was haben wir sonst noch? Zementmischer? Nee. Das ist jetzt nicht so interessant. Ein großer Gewehrlauf können wir selber bauen. Stahlsperr Compound Armbrust Level 5. Oh, aber die Schrotflintenteile hier, die nehme ich. So. Kleber hat der 20. Kobbel. Betonmischung. Wie viel? 805. Nee, das lassen wir mal schön bleiben. Das lassen wir schön bleiben, Freundchen. Aber du kriegst dann von mir noch die hier. Die hier, die hier, die hier und das hier. So. Danke dir. That, my friend, was a fantastic deal. Mhm. So, dann laufen wir mal. Mal. Schön, dass wir dann nach 7000 Mal auch treffen. Finde ich sehr knorke. So. Die sind komplett leer, alles klar. Check. Dann als nächstes zu Trader Jen. Die ist da einfach auf der Straße runter. Das kriegen wir schnell hin. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Ihr habt das nicht gesehen. Das ist niemals passiert. So. Kann ich hier eigentlich noch was einlagern? Ach, die zwei Zeitzünder-Munis. Was kosten die? Das kann man verkaufen, oder? Ich verkaufe das. Weg damit. So. Die hier, die stacken wir jetzt einfach. Und dann ziehen wir uns nochmal die Nerd-Rüstung an. Lesen die halt durch, ne? Das Prozedere. Ihr kennt es ja. Bis wir so viel Stuff haben, dass wir nicht mehr wissen, wohin damit. Das ist das Ziel. So. Ja, hier, guck mal. Magnum. Und? Asking again? Yeah, still no. Was ist still no? Was denn? Was still no, Jen? Hä? Sei mal ein bisschen genauer, bitte. So, Großvaters Moonshine-Elixier könnten wir mal kaufen. Das würde uns gar nicht so schaden. Scrapping for fun. Fehlt uns noch. Ja, Get Hammered ist halt einfach nicht interessant. So gar nicht interessant. Also null. Absolut null interessant. Gefechte in der Stadt, Band 1. Mittlere und schwere Stiefel haben keinen Ausdauermalus und machen beim Laufen weniger Lärm. Tarnstiefel-Mod. Schwere Stiefel haben keinen Ausdauermalus. Ja, nehmen wir mit. Warum nicht? 19 Granaten hast du. Hui. Gib her. Fahrwerk für den Truck brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Was hast du hier unten noch? Taktisches Sturmgewehr Level 4. Jetzt wird es vielleicht mal interessant. Stahlschaufel Level 4. Wir bauen uns zu Hause eine. Wir bauen uns zu Hause eine 6er. So einfach. Gewehrteile. Kosten nicht viel. Nehmen wir mit. Automatischer Maschinenpistolengeschützturm. Die können wir aber mittlerweile auch craften. Wir brauchen halt nur die, die Teile hier. En masse. So. Landwirtstiefel, nee. Nee. Okay. Thank you so much. Hey, come again. Bestimmt.
So. Oh, ich wollte ja noch das, hier, du möchtest doch bestimmt Sprengstoff haben, Jin, oder? Hey there. Are you looking for medical supplies or just here to check out my other wares? My other wares, ja, ja. Well, you just break Wer weiß, ne? Wer weiß. I'm glad I could help you. So. Lies das mal. Urban Combat. So, dann müssen wir mal gucken, was wir noch alles gesteckt kriegen hier. Naja, interessiert mich nicht. Mach dein Ding. Sind wir uns denn mittlerweile sicher, dass diese Stadt keinen Rekt hat? Ich möchte mal da langfahren und mal gucken, ob es da wirklich keinen Rekt gibt. Weil es ist ja eigentlich eine Stadt. Wenn auch eine kleine, aber es ist eine Stadt, ne? Also, warum nicht mal lurken? So, das ist diese lustige Kreuzung hier. Aber ich sehe hier tatsächlich keinen Rekt. Hm. Dann wird hier tatsächlich auch keiner sein, fürchte ich. Aber dann können wir hier direkt zu dem hochfahren. Und dann fahren wir noch zu dem, zu den beiden. Und dann ist unsere Erkundungstour erstmal beendet. Dann müssen wir nämlich gucken, wobei eigentlich nicht. Danach geht es ja auch erst richtig los. Weil an Tag 40 haben die Händler ja den Reset. Also an Tag 40 müssen wir nämlich nochmal mit dem Öl los. Theoretisch. Also haben wir noch richtig ordentlich was zu machen auf jeden Fall. Richtig ordentlich viel. So, wo ist das? Da ist das. Da hinten. Ich freue mich auch schon sehr, wenn wir T5 Quests haben. Auf die freue ich mich auch schon wie wild. Kann ich hier durch? Oh nee, 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 nee. Warum macht denn das so viel weg? Mag ich überhaupt nicht. Sag mal. Was ist denn das hier für eine Kacke? Was ist denn da überhaupt? Da stehen irgendwelche Pakete und so ein Scheiß rum. Hm. Ah, das fühlt sich doch schon wieder ein bisschen heimlicher an hier. Das kennen wir doch. So. Matzalabatzabatzabatza, was geht? Was hast du denn Schönes? Das werden wir sehen. Hast du vielleicht mal Super... Hier so Super-Stuff? Also diese Super-Seeds? Weißt du, diese ganz coolen... dieses ganz coole Super-Mais zum Beispiel? Stehst du, was ich meine, Freund? Verstehst du, was ich meine, oder nicht? Verstehst du es oder verstehst du es nicht? Ich glaube, der versteht es nicht. Leider. Na, Bogenschießen für Ranger hast du. 20% Bolzen und so weiter. Mit diesem Trick kannst du 20% mehr Pfeile und Bolzen wieder aus deinem Ziel ziehen. Können wir machen. High Noon. 9mm vernutzen sich 20% langsamer ab. Ja, aber High Noon müssen wir nämlich auch noch komplettieren für diesen Bonus da. Ansonsten... Level 2 Pumpgun ist auch lachhaft. Hm. Nee, sonst nicht viel Interessantes. Oh, you want a guarantee, huh? Well, maybe you should try Shamway. Aha. Cooler Tipp. So. War auch nicht letztes, das letzte von High Noon. Bogenschießen-Dinger-Binder haben wir fertig. Das ist... Wo ist denn das hier? Alter, wir sind echt sehr, sehr weit schon hier mit dem ganzen Zeug. Fertige große Mengen an Pfeilen und Bolzen. Also auch die Kombis wahrscheinlich wieder. So. Dann jetzt zu unserem Home Wrecked. Und dann sind wir soweit auch durch. Ey, wir haben gerade mal 75% von unserem Sprit weggefahren. Nach dieser Tour, nach dieser ewig langen Tour.
Wir waren jetzt, wie lange waren wir jetzt weg? Fast 4 ganze Tage, 4,5 Tage waren wir jetzt unterwegs im Wasteland und hatten unseren Spaß. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich hätte gern trotzdem noch eine Level 6 Sniper. Deswegen, ich werde auf jeden Fall nochmal eine richtige große Zeitschriftenfahrt machen. Haben wir den Crackerbook im Schneebiom gelootet? Weiß ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Haben wir? Könnte sein. Wir werden es spätestens am nächsten Tag nochmal erfahren. Wenn wir dann nochmal richtig sellen gehen. Das ganze Öl, Alter. So. Hey, Jackass, can I lighten? Oh, look, another dumbass stumbling into my shop. Mhm. Shotgun Weekly, noch mehr. Electrical Techs, Traps haben wir fertig. Explosive. Gerne. Ich hätte die Wasserfilter kaufen können. Das machen wir bei unserer nächsten Runde. In der nächsten Runde kaufen wir die Wasserfilter endlich. Das machen wir in der nächsten Runde dann klar. Ein für alle Mal. Ein Öl, ne? Ja. Sichtbarkeit mal 8. Stahlschaufel 3. Er hat Stufe 5 Scharfschützengewehr. Gib her. Gib es her. Gib mir auch gerne die her. So. Auch da hat sich dieser Einkauf bereits gelohnt. Nadelpistole, Stahlsperr, nö, danke. Der Raketenwerfer, der wird später auch nochmal interessant. Nerd. Cobblestone. Alter, wie billig jetzt einfach Cobblestone ist, ne? Das ist auch Wahnsinn. So, machen wir erstmal so, bitte. Hast du noch irgendwas anderes hier? Nee. Sieht schlecht aus erstmal. You cheap ass son of a bitch. That's all you're gonna buy? Was denn? Ich hab doch voll viel gekauft, du Halunke. Und du kriegst gleich auch noch die Level 2 Sniper. Moment, ich komme gleich nochmal wieder. Ah, ist das schön. So. Erstmal. Abschließen. So. Dann das wieder tragen. Dann. Stecken. Was decken machen kann. Wie sieht es eigentlich mit XP aus? Ein Punkt haben wir. Wo haben wir den einen Level Stärke her? Eigentlich. Woher haben wir den Level Stärke? Bin ich gerade irgendwie ein bisschen überfragt. Wo haben wir den? Wo haben wir den her? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. So. Zu Hause haben wir mal 4. Ich glaube, mit dem ist es sogar ein bisschen geiler, oder? Möglich. Weiß ich nicht genau. So, unsere goldene Level 5 Sniper. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? 1620 für das Ding. Und jetzt 1680. Die schnappen wir uns noch. Dann haben wir sogar fast wieder einen vollen Duker. Smells like dysentery. For fuck's sake, what is it now? Hier, du kriegst ein geiles Snipergewehr. Genieß es. Viel Spaß. Das merke ich mir. So, hier müssen wir unbedingt nochmal ein Trommelmagazin reinballern, wa? Dann mache ich die Lampe weg. Und dann machen wir ein Trommelmagazin hier rein. Und dann geht die Party richtig ab. Die Schrotflinte, die können wir auch noch richtig geil modden. Apropos Schrotflinte.
Autoschrotflinte? Ab wann? 61. Wir sind auf dem Weg. So, was kosten die denn? 8 von 4. 5 von 4. Abfall. Ja, das haben, davon haben wir einfach mehr als genug, ne? Also easy peasy. Da können wir uns eigentlich mal auf jeder Seite gleich 3 Stück stellen oder so. Dreimal Schrotflinte, dreimal. Dreimal. Maschinenauto. Ne? Wie wär's? Da an diese Zwischenabteilung für die Fallen und so. Würden wir hinkriegen. Würden wir definitiv hinkriegen. So, die 7, die kommen da bitte wieder hin. Und jetzt bringen wir endlich mal unsere Scheiße nach Hause. Das ist so viel, ne? Meine Fresse, ist das viel. Das ist so ein Haufen. So ein unfassbarer Haufen einfach. Das muss man sich mal vorstellen. So. Guten Tag, liebe Heimat. Was ist hier so? Ein Eingang mit einer Ansage. Scheiße. Hier machen wir noch eine Reparatur dringend dran. So, apropos Reparatur. Reparieren. Reparieren. So. Hatten wir hier Einbrecher? Keine Screamer-Einbrecher, so wie es aussieht. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Hier ist auch durch. Da ist eins nicht ganz fertig geworden. Dann halt in der nächsten Runde. So, zack. Materialien. Farming. Einmal 25er Slot Kontaktgranaten behalte ich. Die Magnum, die kann hier erstmal rein. In. Oder besser gesagt, aus Munition 2 hier rein. Die Geschichten. Heilung für alles. Ums. Die Dinge auch. Die werden wir, glaube ich, auch nochmal bei einer Horde-Nacht benutzen. Diese Moonshines. Essen, trinken. Hier rein. Da, bitteschön. Baumaterialien und Werkzeuge, die Dietriche. Gut. Dann holen wir die nächste Ladung aus dem Truck. Wir müssen jetzt nur zwei, dreimal laufen. So. So. Wunderbar. Go, 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 go. Ich überlege gerade mal, was werden wir über Nacht machen? Was wäre denn clever, was wir über Nacht machen könnten? Sagt mal, Leute. Was würdet ihr über die Nacht machen? Ich bin ein bisschen hin und her gerissen zwischen Autos machen vielleicht und meinen gehen, ehrlich gesagt. Soll ich die Sniper schwarz machen? Nee, oder? Nee, irgendwie digge ich das nicht. Weiß ich nicht, irgendwie digge ich das nicht. Wenn die schwarz wäre. Aus irgendeinem Grund mag ich das, wenn das Testosteron hier drin ist. Fragt mich nicht warum. Bitte nicht. So. Munition 2. Packe ich mal erstmal das hier schon mal rein. Und in sonstiges kommt dann der Kochtop. Hier kommt der Mod. Zweimal Beweglichkeit-Mods haben wir ja auch schon drin. So. Irgendwas brennt da. Achso, die, na klar. Sorry. Alter, war das laut. Auch auf meinen Ohren übrigens. Das heißt aber,
du hast es geschafft, alles fertig zu machen. Das heißt, dann können wir beim nächsten Mal los. Ein bisschen Öl werde ich natürlich auch für mich behalten, weil wir brauchen nämlich auch Öl für die Geschütztürme. Zwar nur 15 pro Stück, aber trotzdem, ne? So, Treibstoff haben wir auch mehr als genug. Ey, das ist Wahnsinn, wie viel wir einfach haben. Das ist krank. Das ist absolut krank. So. Genau, die, stecke ich erstmal hier unten rein, weil die kommen nämlich mit zum Verkaufen für die nächste Trailer-Runde hier. Allesamt. Oh, ich habe vergessen, meinen Mega-Hut anzuziehen. Okay, wir müssen aber jetzt eh nochmal rüber. Alter. Okay, die Chemiestation hat aber ihre Arbeit, wenn wir weg sind, braviös erledigt. Da bin ich zufrieden. Eine zweite schadet trotzdem nicht, finde ich. Ich werde die trotzdem bauen. Eine zweite. So, kriegen wir jetzt unsere Munitionskiste eigentlich voll? Ja. Die ist voll. Oh, zack, 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 zack. Dann haben wir jeder mögliche Typ von Munition da auch schon drin. Und wir haben tonnenweise Gammelfleisch. Wir sollten mal den nächsten Farming-Plotz mal angehen und auch mal langsam Farming uns ein bisschen anschauen. Oh, ich möchte so gerne dieses Super-Mais endlich haben. Scheiße. Ich möchte jetzt Super-Mais haben. Manu. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwann noch. So. Tragschrauberzubehör ist auf jeden Fall auch noch was für Sonstiges. Dann zieh das wieder an. So. Das lassen wir da erstmal drin. Und ich überlege mal, was ich in dieser Nacht jetzt machen werde. Ich glaube, dann mache ich mal kurz ein kleines Brainstorming gleich bei Pause. Weil ich möchte mir nämlich sicher sein, dass ich mich jetzt nicht wieder zu lange damit rumquäle, was wir denn als nächstes tun könnten. So. Leder kommt dann da rein. Sonstiges und sonstiges. Das kommt bitte mal hier. Mal da hin, glaube ich. Oder so. So geht auch. Passt. Okay, du bist eine Mod. Und dich packe ich mal. Wo packe ich dich denn mal rein? Ich glaube, dich packe ich mal da mit rein. Einfach erstmal, damit ich auch Bescheid weiß, dass du da drin bist. So. Ey, wir haben so einen Arsch Muni, ne? Das ist krank, wirklich. Wir haben so viel Munition. Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Also eigentlich müssen wir Steine jetzt holen. Wir müssen Steine holen und wir müssten Kohle holen. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal das Nächste. So, mach das mal so, bitte. Muni. Muni 2. Ich kann ja mal so ein bisschen diese Unmuni in Munition 2 packen hier. Und dafür noch so ein bisschen von der normal voll gesteckten Muni hier rüber. So. Dann haben wir hier nämlich ein schönes volles Kistchen mit der Muni. Wir haben wesentlich mehr hiervon, ne? Vielleicht sollten wir uns doch lieber mehr in vollautomatische Geschütztürme investieren. Bevor wir jetzt Schrotflintengeschütztürme bauen. Wir können ja zwei Schrotflintengeschütztürme ganz vorne hinbauen. Und dann können wir so ein bisschen weiter hinten dann die normalen anderen bauen. Ich denke, das kriegen wir alles auch noch hin. Hatte ich da auch mal Blei noch eingeschmolzen? Nicht viel. Kaum. Auch noch kaum Eisen da drin. Hier hat auch nichts gecraftet, hier auch nicht. So. Krass, ey.
Das ist wirklich krass hier, was wir mittlerweile alles uns hier erarbeitet haben. Da bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Einige Kisten können oder müssen sogar demnächst auch mal dann verstahlisiert werden. Ich mache das, glaube ich, wirklich, sobald es dann auch nötig wird. Nicht, dass ich das irgendwie schon zu früh mache. Wir können jetzt mal erstmal Folgendes machen. Und zwar, wir haben hier 6000 Nitrat. Wir haben hier so viel Gammelfleisch. Felder. Clay brauchen wir noch. So, wie viele Beete und Felderblöcke können wir denn mal machen? Beete und Felder 50. Dann ist das verrottete Fleisch weg. Alles klar. Machen wir 50. Die dürften uns wahrscheinlich auch über eine lange Zeit dicke reichen, oder? So, 72 Gammelfleisch haben wir noch. Dann ist hier wieder ein bisschen mehr Platz. So, ich hole demnächst die Wasserfilter, ne? Also mit der nächsten großen Trailerrunde, die wir dann machen, holen wir definitiv die Wasserfilter. Weil die können wir uns jetzt definitiv mehr als leisten. Da ist keine Frage. Da ist nur eine Antwort und die lautet ja. So im Grunde. Ah. Ich würde gerne... Genau. Erweiter... Magazinerweiterung. Schrotflinten. Magazinvergrößerungsmod gibt es auch. Die könnte ich auch mal benutzen. Warte, was braucht das? Geschmiedetes Eisen, Kleber, mechanische Teile, Schraubenfeder. Kleber, mechanische Teile, Schraubenfeder. Und geschmiedetes Eisen. Für Trommelmagazin brauchen wir... Da können wir gleich auch zwei machen. Öl, Kunststoff und Stahl natürlich. So. Dann mach mal bitte Magazin einmal das. Und dann hier und dann mach mal das andere hier. So. Zack. Rest kommt dann wieder zurück. Mittlerweile, guck mal. Klebeband, Kleber. Oh, ist das toll. Das ist einfach so toll, Leute. Das ist so toll. Was passiert denn eigentlich, wenn ich die einfach so reinlege? Hm. Ah ja, und Candies. Nächstes Mal auch Candies kaufen. Dann machen wir mal eine richtige geile Runde. Ich freue mich drauf. Nochmal eine Runde Trader, aber dann machen wir es wirklich mal richtig. Ich zeige euch dann nochmal ein paar Sachen. Das wird ganz interessant. Tatsächlich. Ich würde gerne wirklich AP-Muni craften auch. Sieben, sechs, zwei. Kiste mit panzerbrechender Munition. Wir brauchen Schießpulver. Geschossspitze. Patronenhülsen. Wir brauchen Blei. Wir brauchen Blei und Schießpulver. Dann wissen wir, was wir gleich zu tun haben. Wie baut man sich diesen Kaffee hier? Kaffeebohnen, Schießpulver und Wasser. Kaffeebohnen. Schießpulver. Melassig-Kaffee. 30 Stück dauert eine Stunde. Auf geht's. So. Dann können wir dem Lagerfeuer aber auch gleich noch zusätzlich was anderes in Auftrag geben. Und zwar hätte ich gleich gerne hinterher auch noch...
kriegen wir nur 12 hin. Mineralwasser. Oder können wir das unten auch an der Kämme machen? Reines Mineralwasser. Können wir das hier machen? Ne, wir müssen es am Lagerfeuer machen. Mineralwasser. 12 Stück. Brauchen wir auch noch ein bisschen mehr. Full. So. Dann läuft das. Farming. Wasser. Erze. Wir wollen gleich noch. Wir werden gleich Kohle meinen gehen. Und während wir Kohle meinen, werde ich mir auch gleich ein Moonshine-Elixier reinpacken, dass wir nämlich mal richtig leveln. Während wir meinen. 122er Spielstadium. Hallo, Screamer. Möchtest du meine neue Sniper testen? Cool, ne? Noch ein Screamer? Sieht nie so aus. Sieht Screamer-frei soweit aus. Aber jetzt kommen auch hier schon die Radierten, ne? 122er Spielstadium. Ja, wir werden bald auch Demolisher treffen. Sobald wir die AP-Armor haben, also AP-Kugeln haben und dann hier irgendwann eine 6H draus machen. Aus dem Scharfschützengewehr. Und dann unsere Skillpoints noch ein bisschen anpassen. Dann geht das halt richtig ab, ne? Also das wird halt, das wird der Wahnsinn. Das wird der absolute Wahnsinn. So, schnapp dir mal einen, den Großvaters Lernelixier. Genau, die lassen wir mal machen. Das ist fertig. Du bist in 30 Sekunden fertig. Es geht nicht. Nein, schade. Warum nicht? Aber dann die normale vielleicht. Die müssen wir aber erst freischalten. Die haben wir aus irgendeinem Grund noch nicht freigeschaltet. Die normale. Oh, schade. Schade, schade, schade. Ich muss niesen. Oh, Gottes Willen. So, aber hier, ja. Hier darf ich bitte das machen. Dankeschön. Wie viele hältst du jetzt? 11. Naja, ist okay. Ist in Ordnung. Ist alright. Moment. Habe ich noch einen Helmlichtmod? Mhm. Helmlichtmod. Kann ich auch nicht machen. Ach, scheiße. Okay, dann ist egal. Dann. Ja, dann pack das in Mods. Wo ist das andere Ding? Hier. Dann pack die mal in Mods rein. Die können wir nämlich bestimmt aber für diese MP5, wenn wir sie mal kriegen, auch benutzen. Und dann nehmen wir uns jetzt die Spitzhacke. Wir tauschen natürlich den Helm unten. Trinken dann das Lernelixier. Und dann leveln wir mal ein bisschen. Dann leveln wir uns mal ein bisschen hoch hier. So. Ich habe in dem Minenhelm eine XP-Mod drin, ne? Hier ist auch noch eine XP-Mod. Okay. Wir gucken mal, ob da Melisse-Kaffee fertig ist. Guck mal, wunderbar. Unser Starter-Kit fürs Minen hinten. Genau, und wir müssen nämlich in die... in die Höhle, wo es den... Cobblestone gab. Die ist hier unten nämlich. Unsere... Mega-Höhle. So, und irgendwo war hier ein Abteil, wo wir uns bis zu... Das könnte der hier gewesen sein. Hier, genau. Sammelkohle ist abgeschlossen.
So. Ich würde mal sagen, dann hauen wir die Scheiße mal weg, ne? Der Tag ist da. Wir haben 37.000 Kohle rausgeholt. Fast ein ganzes Level noch gemacht. Tatsächlich bin ich aber noch nicht durch. Denn wir müssen noch mehr holen. Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen Blei machen. Wir müssen noch mal nach Nitrat gucken. Lustigerweise hatte ich ja sogar ein kleines Vorkommen da unten gefunden, aber es war irgendwie nicht so, ich sag mal, so wirklich, leider kann man so sagen, bedeutend. Ich werde jetzt allerdings diese Folge hier schon mal beenden. Beim nächsten Mal gucken wir uns noch mal an, dass wir ein bisschen Nitrat holen, weil ich möchte nämlich unbedingt schon mal die Schießpulverproduktion starten. Und dann werden wir sehr wahrscheinlich noch Blei holen. Und dann machen wir den großen Trader-Durchlauf. Unseren ersten riesigen großen Trader-Durchlauf. Unseren ersten richtigen insane Trader-Durchlauf. Wenn ihr versteht, wie ich meine. So, Leute. Dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich hier auf die Sicht dieses Bleivorkommens. Und dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.